Hi YouTube, was geht ab? Ich habe letztens alle deutschen Streamer gerankt in einer Tierlist. Das Ganze war sehr witzig. Wenn es euch gefällt, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Alright, dieser King Phil. Also ich glaube, es ist ein Mobile Gamer, right? Okay, Warzone. Alright, dann nevermind. Breiten von Berg habe ich nur einmal in die Hand geschüttelt. Funk Royal. Boah, krass. Habe ich lange nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, ob sein Content noch so ist wie früher. Auf jeden Fall ein sehr krasser OG, Bro. Der war schon richtig, richtig big, als ich damals angefangen habe. Sehr, sehr geiler Atze. Ich glaube, ich gebe ihn mal A. Stegi. Okay, pass auf. Hot Take zu Stegi. Unfassbar lustig. Aber dieser Charakter rechts unten, mega goofy, den sollte er einfach weglassen. Lass die weg, Bro, direkt besser streamen. Deswegen kriegt Stegi von mir nur A. Alright, GTS ist, glaube ich, PUBG-Guy, right? Gamba-Guy. Das Ding ist, Re-Rap, ich kann jetzt bei jedem sagen, ich schau da nicht rein. Ich habe keinen von denen geguckt, jemals. Außer, warte, wo ist er? Digga, wo ist Basti-Chat? Oh mein Gott, hier. So, boom. Alright, ich pack Simon mal auf B, weil too much von so Drama-Stuff und Reaction-Kram und so. Aber Simon, übelster Arzt, Digga. An sich geiler Entertainer. Und er streamt auf YouTube, was auch low ist. Wait, wo lebst du? Er streamt auf Twitch? Simon? Seit über einem Jahr? My bad. Du musst acten. Ja, ich war kurz lost, chill. Pass auf, Take zu Mickey. Ich weiß nicht, ob es Leute fühlen, die Mickey on the regular gucken. Wahrscheinlich nicht, sonst würden die nicht Mickey on the regular gucken. Aber ich finde es schade, dass Mickey nur noch diese Win-Challenges macht. Ich finde, wenn man irgendwas, egal was es immer macht, dann wird es irgendwann so ausgelutscht. Außer jetzt zum Beispiel bei Basti Minecraft, weil das ist immer anders, you know? Das würde ich jetzt nicht werten damit. Aber so, immer so diese Win-Challenge, immer und immer, immer wieder, finde ich, nimmt die Geilheit an der Win-Challenge weg, you know? Ich glaube, ich würde ihm B geben, weil ich glaube, Mickey hat vom Ding her diese Win-Challenges das erste Mal gemacht in Deutschland. Nee, Re-Rap, ich muss ehrlich sein, ich würde Simon eher gucken als Mickey. Okay, also Amar kriegt auf jeden Fall schon mal einen Rank weniger, weil er bei seinem Sabaton geschlafen hat ohne Cam. Bruder, dann mach kein Sabaton. Das muss der beschissenste Sabaton gewesen sein, der jemals da war. Heilige Scheiße war der Scheiße. Bruder, mach einfach normale Streams an Amar. Aber Amar ist trotzdem ein sehr krasser Atze. Ich mag den. Ich würde Amar auch bei C reinpacken. Okay, G-Time. Boah, das ist tricky one. Das Ding ist, ich würde bei G-Time weniger reinschalten als bei Mickey und Amar. Aber D ist für G-Time auch nicht verdient. Ich glaube, ich packe ihn auf C. Warte mal, wie machen wir das? Können wir auch in C nochmal ranken? Aber nee, komm, wir machen das scheiße ernst, Bro. Ich würde es hier reinpacken. Nee, doch, wenn man es hier. Okay, Maxim. Ich weiß nicht, das ist so ein cozy Arzt. Ich würde ihm A geben, glaube ich. Okay, Metashi, Bro, der giftet mir immer sehr viele Subs. Ich würde Metashi vom Vibe her, glaube ich, A geben. Okay, KDR Kitten kenne ich nur aus. Also, ich glaube, ich kann nicht sagen, woher ich die kenne, weil da müsste ich einen anderen Streamer inkludieren. Ich sag mal, wir waren mal mit einem anderen Streamer im Discord und der meinte ungefähr sowas. Boah, Digga, habt ihr KDR Kitten schon gesehen? Und dann kam der Link rein, boom. You know? Es war nicht Neek. Nein, es war nicht Neek. Re-Rap, es hätte Neek sein können, ja. Bro, keine Ahnung. Ich würde mal C geben. Ich habe das Gefühl, D wäre zu crazy. Wirkt wie entspannte Person, kein Plan. No joke. Ich würde mich hier sehen. Ist mir scheißegal. Ich weiß, es kommt arrogantes Fuck über, aber ich sehe mich als S+. Gronkh? Auf jeden Fall S. Vielleicht sogar für das, was er anspricht, also für die Zielgruppe, die er anspricht, vielleicht sogar S++. Digga, Gronkh ist wirklich krass, Mann. Kuba, ja, keine Ahnung, der fragt mich mal weg in den Turnieren bei Amar. Hugo ist auf jeden Fall S-Tier. Ich habe keine Begründung, warum nicht S++, aber das ist mein Feeling. Hugo ist Clip Machine, Bro. Also ich habe das Gefühl, wenn man jetzt so zwei, drei Hugo-Clips gesehen hat, dann denkt man sich so, oh fuck, Bro, das nächste Mal möchte ich live dabei sein. Und das ist krass. Alright, wichtig, habe ich noch nie im Stream geguckt. Ich würde ihm trotzdem mal auf sympathisch D-Tier geben. Monte. Krasser Entertainer. Großer, großer Minuspunkt. Wenn wir jetzt nur jetzt gerade bewerten, er macht nur diese Cases auf, Bro. Mega low. Ich fand immer low, dass Monte, also ich fand das low, dass Monte das gemacht. Und ich fand immer low, dass Monte sich nicht auf andere Spieler einlässt. Ich habe das Gefühl, er lässt sich so eine halbe Stunde auf ein neues Game ein, Bro. Wenn es dann nicht geil ist, dann lässt er es. Deswegen würde ich Monte auf A sehen. Abu Goku finde ich, habe ich noch nicht so viel geguckt, aber das Lustigste, was ich von Abu Goku je gesehen habe, war dieses Rohat-Ome-Ding. So, Leute, heute ein Ome-TV-Video mit Wojo, mit mir, meiner Wenigkeit. Heute wird es krachen im Stream. Wir werden richtig krasse Leute treffen und da werden wir komplett auf Ganze gehen. Ja, es wird krachen, Leute. Kommt rein. Geil. Krach-Challenge. Alles dabei. Pack ich mal bei B rein. Okay, Isa. Boah. Ich habe das Gefühl, die meiste Zeit ihrer Streams streamt sie mit übelst vielen anderen Leuten. Und ich persönlich bin jemand, der das sehr enjoyt, wenn wenige Leute oder tatsächlich der Streamer alleine streamt. Ansonsten würde ich sagen, Isa sehr entertaining. Also, das Ding ist, ich würde Isa mehr oder eher gucken als Simon und Abu. Ich würde aber Isa nicht mehr gucken als Monte. Ja, ich glaube, wir move Monte eins hoch und packen Isa auf A. Ist es toxic, wenn ich Gronkh eins runterpacke, weil ich meinen eigenen Stream eher gucken würde als den von Gronkh. Der Fritz Meinecke, keine Ahnung, Bro. Ich habe das Gefühl, ist halt so Reaction-Kram. Mickey schreibt geisteskrank. Mickey, du wirst gleich in die D-Dings hier runtergekatapultiert. Schimmer. Okay, Pete's Meat. Legenden, die Jungs. Aber ich habe das Gefühl, die nehmen nur YouTube-Videos auf im Stream. Ich packe die auf B. Rohat, boah.
Okay, Rohat ist cooler Streamer. Ich glaube, Rohat würde ich auf A setzen. Ich glaube, Rohat, ich habe gar keine Begründung dafür. Ich würde Rohat einfach, ich sehe Rohat in A. Aber ich sehe Rohat ungefähr hier. Toni ist auf jeden Fall Castle-Streamerin. Ich würde sagen, Toni wahrscheinlich S. Aber ich fand bei Toni immer schade oder finde bei Toni immer schade. Ich würde bei Toni irgendwie gerne mehr Gameplay sehen. Ich finde, sie kann mehr als just Chatting-Shows. Toni ist halt ein krasser Mehrwert für die komplette Community. Diese Shows und so, Bro, die haben so guten Content hervorgebracht. Aber ich würde einen Monzo oder einen Hugo eher einschalten. Ich glaube, ich packe sie auf S. Aber hier hinten, genau. Das, by the way, war ein Joke mit S++ vorhin, ne? Also, der ist, ich habe keine Begründung, warum nicht S++, aber der ist S bei mir. Shut the fuck up, Hugo. Alright, Bonchwa. Ja, ist Puma-Shit. Aber übertrieben nette Atzen. Ja, machen wir auf C. Maluna? Okay, Maluna ist crazy. Ich hatte das Gefühl, Maluna ist einfach B. Ohne viel Gelaber, B. Oh, fuck. Fuck. Er schreibt ready. Oh mein Gott. Was schreibe ich jetzt? Wir können jetzt nicht aufhören, right? 6 Mins. Niemals 6 Minuten. Nee, nee. Ich schreibe immer 6 Minuten und dann sind es so 12. Und dann bin ich nur 6 Minuten zu spät. Das ist immer noch okay. Aber jetzt 12 Minuten zu schreiben, wäre scheiße, you know? Okay, Carsten. Fucking Story Game Johnson. Carsten ist krass. Muss eigentlich S sein, right? Carsten ist sehr, sehr krass und ich finde es cool, dass Carsten wieder da ist und so aktiv ist und so. Dalukart finde ich gut. Würde ich aber, glaube ich, auf B sehen oder auf C. Aber good guy, though. Mag den sehr. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer das ist. Spaß. Reapers kommt natürlich bei Juckt rein. Wo packen wir Tanzverbot hin, Bro? Also ich finde auf jeden Fall 2023 Tanzverbot ist auf jeden Fall ein W. Ich weiß nicht, ob er irgendwas Weirdes gemacht hat, aber alles, was ich mitbekommen habe, fand ich immer cool. Ich würde Tanzverbot, glaube ich, einfach auf eine solide B packen. In meinem Kopf ist Tanzverbot irgendwie noch nicht so ein Streamer halt irgendwie. Ich finde Tanzverbot ist ein guter Arzt, Bro. Ja, da wirst du kurz Reapers irgendwo bewerten, wo es fair ist. Auf D. Ah, okay, Nova. Das Ding ist, Nova, ganz großes Minus, die streamt halt einmal im Jahrhundert, Bro. Wirklich einmal im Quartal kommt da der Nova-Stream. Nova ist auf jeden Fall ein Charakter, Bro. Ich glaub B einfach. Ich habe keine Begründung. Boah, Ronny Berger, krass. Streamer. Ronny Berger muss A, right? Hat auf jeden Fall lustige Momente. Ich habe das Gefühl, ich würde jetzt nicht on the daily Ronny verfolgen, aber wenn man was von Ronny mitbekommt, ist immer krass, in my opinion. Ronny ist auf jeden Fall auch ein Mehrwert für Twitch Deutschland, würde ich sagen. Es gibt keinen zweiten Ronny Berger, Bro. Ich glaube auch auf der ganzen Welt nicht. Sehr krasser Mehrwert auf jeden Fall. Big Shoutout. Okay, Rezo auf jeden Fall. Also Rezo ist in meinem Kopf auch einfach kein Streamer. Checkt ihr, was ich meine? Ich würde Rezo aber, glaube ich, eher gucken als die hier. Deswegen B. Knossi. Boah. Okay, Knossi ist tricky one. Ich würde sagen, Knossi muss eigentlich S, right? Knossi ist nicht S++ Streamer. Knossi ist einfach ein Entertainer, Bro. Finde ich. Checkt ihr, was ich meine? Du kannst Knossi überall hinstellen und ich finde es übelst geil. Knossi ist auf jeden Fall ein Mehrwert für Twitch Deutschland und ich glaube auch, Knossi hat unfassbar viele Leute in Deutschland auf Twitch aufmerksam gemacht. S. Hanky ist ein Gameplay Johnson, aber ich liebe den. Deswegen kriegt Hanky C. Okay, No Way habe ich noch nie reingeschalten. Also alles, was ich mitbekomme, ist, dass er ein korrekter Guy scheint. Also zu sein scheint. Aber I don't know. Immer wenn ich Chat gefallen habe, ist er geil. Meint alles. Oh nein. Die 6 Minuten sind over. Schnell, 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 schnell. Ich glaube, No Way ist ein guter Typ. Wir packen ihn mal auf A. Dekadent, keine Ahnung. Drama Johnson, packen wir auf C. Eli ist ein guter, aber würde ich auf S sehen. Dasha spielt nur Formel 1. Castcrafter, Gameplay Johnson, aber ich liebe den. C. Stay, Drama Guy, aber besser als Dekadent. Ich würde sagen, packen wir hier hin. Vlesk, GeoGuessr Guy und Among Us. B. Trimax, finde ich geil. Ich würde Travis noch ganz vorne auf A packen. Boah, ist Travis A oder S? Boah, das ist tricky. Doch, Travis muss S. 100 Pro. Phoebe? Auf jeden Fall A. Würde ich so gehen. Also in meinem Kopf sind Rohat und Phoebe auch einfach dieselbe Person. Ich weiß nicht, wie das fühlt. die packe ich auch auf A, so wie Rohat. Willi? Ist mir so ein bisschen zu entspannte Stimmung da. Und immer so, ist glaube ich auch so Reaction Johnson so ein bisschen. Packen wir auf B. Sydney auch. Ich weiß echt nicht, wie Revis Streams sind, aber ich finde, Revi kann richtig, richtig witzig sein. D. Juckt. Alle hassen Revi, aber Real Rap, Revi eigentlich lustiger Typ. Er kann lustig sein. Aber er kann halt auch richtig anstrengend sein. C. Boah, Adam. Keine Ahnung. Auch auf jeden Fall Mehrwert für Twitch Deutschland, weil er viele Events möglich macht und shit. Ist B. Alright, das ist meine Chillist. Ich habe das Gefühl, die ist scheiße.